So Leute, zur dritten Runde. Willkommen zu Wormspell Island. Wenn ihr das hier seht, da seid ihr angekommen. Dann seid ihr im richtigen Part gelandet. Und damit eben im Matchbeispiel für ihn und für mich. Denn es ist das dritte. Nach dem Motto Best of Three. Hier geht das ab. Ja, und er hat die Wahl, eben seinen ersten Zug zu machen. Er hat irgendwas aktiviert, eine Mine. Und das war echt saumäßig, echt. Dass er nur eine Mine antippt. Oder hat er eine Mine gelegt, das weiß ich nicht. Kann ich jetzt leider nicht sagen. Das war jetzt eventuell nicht das cleverste, hier runter zu gehen, weil ich nicht mehr raufkomme. So leid es mir tut, ich komme auch nicht mehr hoch, ne. Ja, das war echt das dümmste ever. Ich hätte oben bleiben müssen, dann wäre der Zug gut gewesen. Und so habe ich ihn echt versaut. Kann da hochkommen. Wenn er dann nicht hochgeht, werde ich mir in der nächsten Runde ein Seil schnappen. Und ja. Mir das Teil holen. War natürlich jetzt ein echter Fail. Eben. Weil somit erstmal das Pech, dass mein Wurm sofort vernichtet werden konnte. Dann dieser Fehler gerade eben. Und jetzt noch ein Dynamit. Das haut natürlich ordentlich rein. Ihr seht es an der Energie. Und er hat auch noch ein Lebenspack. So, gerade läuft es nicht so rosig. Es ist zwar ein Höhlenlevel und ich hatte angekündigt, dass beim Höhlenlevel wird er einen Nachteil haben. Wegen seiner selbstgefertigten Waffe. Aber leider, ja, hochschießen kann man nicht, das heißt, man springt. Das ist clever. Ne, also dieses Match werde ich 100 pro verlieren. So ist zu viel falsch gelaufen. Und auch sowas rettet mich im Endeffekt nicht. Nur über ein paar Runden. Wisst ihr was? Ich werde meinen Skill austesten. Und genau dasselbe mal probieren. Das klappt. Ja, da ist die Zeit dann dazwischen. Dieses Match hat für mich ganz schlecht angefangen. Und ja, viele Chancen erhoffe ich mir nicht mehr. Aber was ich nicht machen werde, ist... Aber es zieht mir jetzt genau 33 ab und ich hatte 33 Lebenspunkte. Ein bisschen Glück hat er auch. Was hier mit dem rechten? Tja Leute, der Wind ist Mist. Wenn ich schnell bin und das glaube ich schon vergeigt, kann ich hier noch eben Dynamit abwerfen. Der eine Wurm wird auf jeden Fall mal gebraten und ist tot. Also immerhin noch das. Schau, die erste Blume sehen wir. Das Totenfeilchen.
Ja, jetzt ist, habe ich natürlich das, den Vorteil, dass ich mit meinem Wurm jede Runde jetzt agieren darf. Zum einen das und zum anderen habe ich aber jetzt kein Seil mehr. Das ist natürlich jetzt wirklich, wenn er sich da eingebohrt hätte. Wenn wir uns da ans erste Match gegen diesen Spieler erinnern, da hat er genauso gearbeitet mit den Zustellen, um sich irgendwelche Vorteile zu schaffen. Ich glaube, als nächstes darf der hier, weil der durfte schon ganz lang nicht mehr. Ich muss das austesten, also ich werde mich erst teleportieren, wenn er sich teleportiert hat, um zu sehen, wo ich eine gute Position bekomme. Und damit habe ich irgendwie gar nicht mehr hantiert. Klar, ich kann mich ja auch rausrennen. Das ist mir jetzt irgendwie völlig entfallen. Natürlich. Er hat natürlich keinen Luftangriff. Das ist ein echter Nachteil für ihn gerade, dass er eben nicht mit denselben Personen gleichzeitig immer weiter hantieren darf. Allerdings habe ich noch einen Wurm. Der Wind ist schlecht bis gar nicht gut. Und da ist er mich dann noch drin. Das ist echt, echt super. Nicht schlecht. Hier der hinten. Als nächstes nehmen wir uns mal diesen Wurm hier unten vor. Ein guter Schuss wird das Ganze doch hinbekommen. Der Wind geht nach da, das heißt so. Das sollte doch hinhauen. Jawohl. Ja, das war ein guter Schuss von mir. Zwei seiner Würmer, die restlichen zwei, ziemlich weit weg von mir. Surprise. Hat er ein Seil? Scheinbar nicht, oder will es nicht einsetzen. Also er ist auf jeden Fall gut mit der Bazooka unterwegs, das kann man ja anders sagen. Der Wind ist nicht allzu gut. Trotzdem versuche ich da irgendwie mal rüber zu kommen. Was jetzt? Was ist jetzt los? Was war das denn gerade? So, springen. Komme ich nicht rüber. Nee. Ja, der Zug war jetzt echt für den Honk. Der Zug brachte nämlich gar nichts. Ich konnte meine Lenkrakete nicht für den rechten einsetzen. Und für den linken wäre sie auch an dem Schutzwall abgeprallt. Also man kann nicht anders sagen, dass er seine Timer gut einstellt. Jedenfalls eine gute Idee ist es, hier jetzt mal runter zu gehen. Nicht ganz runter, sondern nur hier. Dann kann ich jetzt auch mal die Lenkrakete benutzen, die mir hoffentlich irgendwie Vorteil bringen wird. Wenn ich sie denn gut schieße. Ja, die ist gut geschossen. Und zieht ihm 40 ab. Es ist da unten, ihr seht, das ist Medikit. Könnte sein, dass er sich das holen möchte. Aber vorher darf er hier mit dem Wurm. Und ja, ich stehe jetzt, habe ich extra gemacht, dass ich eben nicht
in seinem Schussfeld lande. Aber der Wind, der zeigt natürlich jetzt optimal zu mir, wenn er da einen starken Schuss reinfeuert. So, das habe ich mir gedacht, dass das fast ist und auch aus der Gefahr jetzt. Wobei ich eh fast kein Leben mehr habe. Und daher ist es jetzt irgendwo irrelevant. So, wir sehen uns das an. Da hinten muss ich reinschießen. Okay, etwas weniger Kraft hätte in dem Schuss stecken müssen. Ich guck mal. Der Wurm, der steht immer noch ganz günstig. Allerdings muss er ja mich auch nur einmal treffen. Ach ja, der Wind ist aus. Ja. So, hier kommt es auf Fernkampf. Der Wind ist jetzt schlecht. Ist gar nicht gut. Ich habe eine Idee. Oh, Moment. Das ist auch eine Idee. Wir benutzen diesen hier, um die Mine mitzunehmen. Schauen, ich habe es noch nie gemacht, von daher first try. Und leider hat es auch hier nicht geklappt, aber ich wollte diese Mine nicht zu mir locken eigentlich. Das war... Naja, für alles gibt es ein erstes Mal. Jetzt ist auf jeden Fall diese... dieser Magnet da unten. Er hat einen Rind. Oh Scheiß, das kommt zu mir. Das ist natürlich jetzt richtig viel Glück für ihn, dass er sich so einen Rind irgendwie schnappen konnte. Denn das zieht richtig viel ab. 35, noch nicht mal so richtig viel, aber das war echt eine sichere Methode, um mich dann zu kriegen. Aber ich habe mich gut gehalten, doch. Wäre dieser eine Fehler am Anfang nicht passiert, hätte ich doch was gut. Wäre ich gut gewesen. Wäre ich. Wäre, hätte können. In Anbetracht deiner Leistung wirst du belohnt mit einem neuen Inselgebiet. Ja, Leute. Das war's von mir wieder mit Worms Battle Island. Und... ja, ich habe einmal gewonnen und dann hat er einmal gewonnen, dann kam das Matchballspiel und leider war es mir dann nicht vergönnt, das auch noch zu gewinnen. Der Gegner, ja, er hat hat eben seine selbstgefertigte Waffe, die aus der Luft ist, und der hat eindeutig einen Vorteil bei offenem Gelände. Ich habe ja meine Projektilwaffe, so eine Art Mine. Ja, Granate, so eine Art Granate. Sollte ich eventuell nochmal häufiger einsetzen. Und nur wenn es sich dann lohnt. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Match. Euer Playman.